Wir bedanken uns bei der ersten Reihe, dass wir mit dem Vortrag 5 Minuten später beginnen dürfen. Es ist mir eine besondere Freude, euch den nächsten Vortrag anzukündigen. Der Titel lautet Daily Business im Piraten-Troll-Olymp und ist sehr schwierig auszusprechen. Wird aber von Bummel ausgezeichnet vorgetragen. Viel Spaß! Vielen Dank für die trollige Anmoderation. Ja, mein Name ist Benedikt Schmidt, auf Twitter Bummel. Manchmal habe ich so ein kleines Problemchen. Ich bin seit 4 Jahren in einer Piratenpartei aktiv, vorher Nichtwähler, desinteressiert und leckt mich am Arsch Gesellschaft, um es mal freundlich zu formulieren. Irgendwann wurden die Einschläge in mein Privatleben staatlicherseits so nah, dass ich dachte, was machen wir denn? Dann probierst du das doch mal auf einem friedlichen Weg und machst bei so einer demokratischen Partei mit. Dann schaust du so als also jemand, der mit Gaming eigentlich nur 100% beschäftigt war und zocken und ein bisschen ein Heiseforum trollen oder je nachdem. Socken, genau. Dann landet man halt okay bei dieser Partei. Und bei der ist es tatsächlich so extrem hart, dass wenn du was machen willst, du dir unendlich viele Themen aussuchen kannst und da relativ wenig hierarchische Stufen hast, also irgendwelche Gönner oder irgendwelche Leute, die da dich approven oder auch nur dir deiner Position zustimmen, sondern du bist jemand, der was tut. Das tust du so lange, bis du dich selbst aus dem Job geschitztormt hast oder du machst den Job einigermaßen. Also ich habe angefangen 2009, okay, tritt in die Partei ein, geh da auf den Stammtisch, da waren 2 Leute, dann war ich der Dritte. Cool. Und dann kam so Bundestagswahl nach der Europawahl 2009, Xing. Und in diesem Xing hatte ich dann einfach nur, wie ich glaube noch 15 andere Piraten, so eine politische Forengruppe beantragt. Das war damals 2009 eine Spezialaktion von denen, wo alle Bundestagsparteien drin waren und eine Piratenpartei wurde halt abgelehnt. Nicht im Bundestag vertreten, das ist ganz einfach. Dann wechselte ein Taus, damals noch SPD, für 1-2 Monate zu der Piratenpartei. Nächste Anfrage, hey, jetzt sind wir im Bundestag mit einem Vertreter. Dann kam zurück, ja, nur Fraktionsstärke. Das heißt, nächste Schwelle halt höher und wieder nicht. Und das war dann öffentlich in einem Blog zu finden in meinen. Damals hatte ich noch Zeit, einen eigenen Blog zu betreiben. Dann war das ein ganz toller Shitstorm und innerhalb von 6 Stunden ist Xing eingeknickt und hat uns so eine Gruppe erlaubt. Und seitdem habe ich damals die eigentlich so ein bisschen gepflegt, ein bisschen moderiert. So das ganz normale halt Verantwortung dafür übernommen, das noch abzeichnen lassen durch den damaligen Bundesvorstand. Die haben einfach nur gesagt, geil, mach, Punkt. Und das war halt dann so dieses Reinrutschen in diese Öffentlichkeitsarbeit oder in dieses, ja, wie bespaß ich Accounts im Namen einer Partei, die eigentlich keine Hierarchie kennt. Also du stellst dich quasi so als Admin und Moderator da an öffentlichkeitswirksam irgendwo hin, wo du eigentlich nur auf ganz wackeligen Boden was schreiben kannst, weil natürlich bei der Piratenpartei alles grundsätzlich diskutiert werden kann. Ist auch gut so. Bloß wie überlebt man das ohne Drogen, ohne Borderline-Syndrom, ohne sich wirklich Schmerzen zuzufügen? Das kommt ein bisschen daher, ich glaube, da brauchst du kein besonderer Mensch sein oder nicht besonders, ich sag's jetzt mal so, ich bin nicht sonderlich dumm, aber auch nicht sonderlich intelligent. Du brauchst halt irgendwo nur so ein gesundes Mittelmaß. Bei der Piratenpartei bedeutet das, du fängst halt in frühen Kindheitsjahren mit dem Trollen an. Es war damals noch der Metropolis-Chat. Ich weiß nicht, die Älteren von euch werden sich vielleicht erinnern können dran. Damals war das was ganz Tolles. Internet im Bayerischen Wald damals, Doppel-ISDN-Bündelung. Das war der absolute Wahnsinn, was damals aufkam. Und das fing dann so an mit noch vor IRC, da einfach sich mit 13, 14 Jahren, so Mitte der 90er, Ende der 90er, in so Chats begeben und einfach Leute ein bisschen ärgern. Die haben dich für voll genommen und du warst halt dann mal 25, mal ein Rentner, mal du selbst und da einfach Spaß gehabt. Nächster Entwicklungsschritt von mir war dann natürlich das Gamen. Das fängt man halt so mit also 15, 14, 15, Quake, dann kam Quake 3 und Half-Life 1 und da gab es so einen kleinen Mod, Global Warfare, der war United Nations gegen Arab Liberation Front. Das war wohlgemerkt noch vor dem 11. September
Und das war so eine kleine Community, da haben wir ungefähr 20 Game-Server auf der ganzen Welt gehabt, Finnland ziemlich stark, Niederländer, Deutsche, also so die typische kleine Mod-Community von Half-Life. Da waren vielleicht 200 Leute aktiv oder 300 aktiv beim Gamen. Und dann gab es irgendwann in PC Games oder in irgendeiner Spielezeitschrift war es dann der Mod drin und dann waren das so 3.000, 4.000 Leute, die das gespielt haben. Also richtig bombig, so eigene kleinen Fun-Ligen angefangen. Und dann passierte der 11. September. Ein Mod, wo die UN westlich gegen Araber kämpfen und das in einem Game. Der wurde komplett überlaufen. Das heißt, du hattest da auf einmal Tausende, Zehntausende von Spielern. Und auf einmal nicht mehr so 20, 30 Server, sondern auf einmal sprießen die aus dem Boden. Und das war halt ein Shitstorm in den Game Chats. Also Arab dies und was weiß ich. Also das war richtig üble Scheiße, was da abgelaufen ist. War dann mit Afghanistan, wie das anfing. Also war absolute Hölle. Da haben wirklich diese Kulturkampf und diese Koalition der Willigen, Achse des Bösen, was damals erst so 2001 bis 2003 war, hat diesen ganzen Mod einfach nur zerstört. Also du hattest nicht mehr diese, jeder Forenbeitrag wurde getrollt von irgendwie hey, Arab dies, fuck Osama, fuck sonst was, aber du hast nicht mehr deine Games, deine Ligen, Fun-Liga spielen können. Und da hat man irgendwann gelernt, so mit Trollen umzugehen. Das heißt, du hast irgendwie abgeschlossene Server gemacht mit Passwort, hast dich zurückgezogen in deinen kleinen Kreis, den du kanntest, und hast dich eingeigelt. Das war dann auch der Tod dieses Mods. Auf lange Sicht. Also der war innerhalb von einem halben Jahr war der eigentlich tot, weil auf Game-Server öffentlich hast du nicht mehr zocken können, weil das nur belagert wurde von irgendwelchen Rants, Hate-Speech und gib ihm richtig. Hat sich dann so fortgeführt, nicht so schlimm bei Call of Duty, wer das von euch kennt. Da spielst du in dem Zweiten Weltkrieg und hast dann von Haus aus einen Stempel aufbekommen, ne, du Nazi. Bloß weil ich mit einem Karabiner in der virtuellen Welt jemanden in den Kopf schieße und ich da sehr erfolgreich war. Aber ich trotzdem noch irgendwie meine Freundin, jetzige Frau kennengelernt, habe trotzdem noch in die Arbeit gegangen, habe trotzdem noch ein normales Leben gehabt, bis zur Killerspieldebatte. Seitdem habe ich keine Zeit mehr zum Zocken, weil ich was für die Piratenpartei tue auf allen Ebenen. Selbstbeschreibung von mir, die ist recht witzig. Ich bin Putzfrau für die Piratenpartei. Ist jetzt keine Gender-Debatte, sondern tatsächlich meine Tätigkeit. Das heißt, ich streame da zu, ja, sagen wir, 50% offizielle Statements, irgendwelche Pressemitteilungen, irgendwas, wo wirklich in dieser Partei jemand arbeitet zu irgendeinem Thema. 50% irgendwie so, keine Ahnung, Bildzeitung der Piraten, irgendwas von den Internationalen aus Tschechien, aus irgendwelche Themen, die wo gerade hier, Netzneutralität, was halt einfach gerade so aktuell ist. Ist eine reine, aktuell, da gibt es keinen Redaktionsplan, da gibt es keine Kontrolle, also gibt es niemanden vom Bufo, der wo das freizeichnet, sondern das ist reines Selbermachen. Witzig, diese Teambildung, also für euch zum Hintergrund, es gab bei der Piratenpartei gibt es immer noch eine sogenannte SG-Presse. Und der SG-Presse ist in der Piratenpartei die Pressemitteilungen, also die offiziellen Statements, verfassen. Und da gab es eine brutale Diskussion vor 1,5, 2 Jahren, Transparenz dieser SG-Presse. Die wurde dann transparent geschaltet mit der Folge, dass halt jeder Journalist, jeder politische Gegner halt sofort beim Entstehen der Pressemitteilung sofort mit dabei war. Das heißt, die haben einen Zeitvorsprung auf einmal gehabt ohne Ende. Und das ist eine Piratenpartei, wenn du nicht transparent agierst, bist du nicht legitimiert. Das ist ganz einfach. In der Folge daraus entstanden Pressemitteilungen in privaten Pads, wurden in das Öffentliche rein mit einem Durchlauf vielleicht von noch einer Stunde und dann raus. Also es hat sich nur nach unten verlagert, immer weiter. So mein persönliches Empfinden. Bei der SG Social Media war es ganz einfach. Das ist nämlich einfach nur scheiß viel Arbeit für gar keinen Lohn oder keinen Dank. Das heißt, da sind die Mitarbeiter, also wenn einer im halben Jahr fragt, ob er was helfen kann, dann ist das schon glücklich. Der Letzte, der das erfolgreich gemacht hat, war ein 15-jähriger Realschüler aus der Nähe von Augsburg, der tatsächlich da mitgeholfen hat. Und der ist heute auch noch einer von den Mit-Admins, auch wenn er nicht so aktiv ist. Also das heißt, dieses ganze Social-Media-Zeugs der Piratenpartei hängt eigentlich gerade ja, standalone seit Jahren an mir und einem jetzt mittlerweile 16-jährigen Realschüler aus Bayern. Das Coole ist, kostet 0 Euro, bringt auch Nachrichten raus, es wird diskutiert, Reichweite oder die Reichweite dieser Auftritte ist höher als bei allen Parteien, allen anderen. Immer noch, also auch eine AfD hat uns noch nicht geschnappt. Wir betreiben das für 0 Euro mit einem Haufen Spaß, also weil es doch immer lustig ist, wenn man was postet und sieht, wie es dann so explodiert, da und da und da. Ist halt anstrengend, aber wenn ich überlege, eine SPD hat so ein Content-Team von 25 Leuten in Berlin, in ihrer Zentrale sitzen,
Ja, schön. Geld würde ich für den Job nicht wollen. Also das ist unbezahlbar, weil sobald ich hier einen Euro erhalten würde, dann würde irgendjemand aus Piratenkreisen um die Ecke kommen. Aber du kriegst Geld von der Partei. Ja, und da somit wird es dann schwierig. Das heißt, sobald ich da irgendwie diese Professionalisierung in der Piratenpartei, das, was ich jetzt gerade mache, ist kein Zustand. Das ist nicht repräsentativ für diese Partei, ist eigentlich absoluter Nonsens, dass sich ein nicht gewählter Mensch, zwar unter Deckung, also Bufo hält zumindest, wenn es irgendwie kracht, hat er immer noch zu mir gehalten, aber das ist nicht legitim oder nicht repräsentativ für Piratenpartei. Ich selbst frage, wer von euch hasst Facebook? Hände hoch bitte. Okay, das ist eigentlich eine relativ angenehme Quote. Also ich bin nur wegen der Piratenpartei auf Facebook schizophrenerweise, weil ich weiß, wenn wir nicht in die Außenwirkung oder nicht die Öffentlichkeit da abholen, wo sie stattfindet, dann sind wir überflüssig als Partei. Die Streitereien in der Piratenpartei über Social-Media-Accounts, Schleswig-Holstein hat sie verboten, gelöscht. Also die haben keinen Facebook-Auftritt mehr. Da ist mit diesem Thilo Weichert und so, die sind da krasser drauf gewesen. Die haben auf so einer Landesmitgliederversammlung haben die einfach beschlossen, okay, weg mit dem Scheiß. Das kriegen wir auch anders hin. Fand ich mutig. So die Stimmung bei Piraten ist, wenn es tatsächlich, also es gibt immer wieder fast auf jedem Bundesparteitag so einen Antrag auf Löschen dieser Seiten. Die kommen bisher noch nicht dran und da schaut es so aus, dass ein Drittel dafür ist und zwei Drittel dagegen. Es hilft nicht, also eine Partei, die wo da nicht stattfindet, so beschissen dieses System auch und nicht repräsentativ, da muss man irgendwie durch, weil man muss die Leute irgendwie auch abholen. Das Politikinteresse ist eh nicht berauschend, also wenn man denn das Tor auch noch zuschlägt, dann ist es eher Zurückentwicklung. Aber okay, also minimale Rechtschreibschwäche, bei mir Komma-Regelung, dank an das bayerische Schulwesen, das glaube ich so 2,5 Rechtschreibkorrekturen und Änderungen hatte in meiner Schullaufbahn. Also ich habe mit Komma einfach ganz Riesenprobleme. Ist auch immer wieder lustig, wenn du einen Beitrag inhaltlich eigentlich top aktuell sitzt wie die Sau und der ersten 10 Kommentare drunter sind, hell, lern mal Deutsch. Ist nicht bei jedem, aber macht dann immer wieder Spaß. Ja, genau, da unten steht es eh. Also ist nur Schätzung, ich habe keine Ahnung, wie viel das wirklich ist. Also so, ich lebe noch nach 15.000 Beiträgen im Namen, Anführungszeichen, dieser Partei. So Dinge, dass man einen Namenstag, also kennzeichnet, welcher Knallkopf hat denn das jetzt verfasst im Namen dieser Partei, so /BO oder in Klammern Ben, das habe ich mit eingeführt, weil es einfach nicht fair ist, wenn man sich als Partei ausgibt, wenn man bloß ein Volltrottel ist. Das geht gar nicht. 30.000 Leute oder 12.000 Aktive oder 15.000, das geht nicht, da ist ein Mensch zu sagen, ich bin's. Das ist so dann entstanden. So wie zur Vorgeschichte, so wie ich eigentlich rumtick und lauf und jetzt eigentlich auf das Thema. Bei Parteitagen gibt es so einen sogenannten Shitstorm-Kristallisationspunkt. Das ist das Büro, das Antragsbüro, wo Leute wild am Parteitag hinlaufen. Das ist scheiße hier und ich will da jetzt das anders abgestimmt bekommen. Dann gehen die in so ein Antragsbüro, geben da einen Zettel. Also mittlerweile haben wir so Auflagen, dass mindestens 5 Leute oder 10 Leute das unterstützen müssen. Und dann kann da jeder hinlaufen und kann da seinen Frust, sein Senf, sein Getrolle ablassen. Das Problem ist halt bei den Social Media Accounts, das ist halt 24/7 immer möglich. Und die Piratenpartei, ich unterscheide sie immer in zwei Gruppen. Einmal interne Trolle und einmal die, die von außen herantreten. Ich fange mal an mit dem lustigen Thema Gender-Debatte. Also ihr habt am Anfang so eine Triggerwarnung gesehen. Ich werde jetzt ein paar Themen und ein paar Diskussionen und Trolle ansprechen. Da wird jeder in diesem Raum, wird sich zu jedem Thema mindestens 2 Leute finden, die hier sagen, ja, spinnst du, Moment mal. Können wir gerne im Nachgang regeln drüber. Ich habe das nicht zu entscheiden. Das hat die Gesellschaft zu entscheiden, was für sie konform ist und was nicht konform ist. Wichtig ist nur, dass immer Platz frei ist, wo man das mal grundsätzlich anbringen kann. Ich rede hier nicht von grenzenloser Meinungsfreiheit für Nazis oder für solche Dinge, sondern wenigstens im Rahmen der Strafgesetzgebung, dass alles besprochen werden kann. Und auch wenn 99% der Gesellschaft sagen, dieses eine Prozent, das geht gar nicht, wenn man da anfangen, inhaltlich zu zensieren oder richtig stringent einzugreifen, ist eine Piratenpartei wieder unwürdig. Also da kann man schreiben, okay, ich bin für Atomkraft, unser Beschluss ist zu so und so viel Prozent, nö, gibt's nicht. Na und, dann diskutiere ich das. Oh, ich mag Waffenbesitz legalisieren, nee, geht gar nicht. Dann diskutieren wir das halt. Na und? Das tut nicht weh, das gehört dazu zum Leben.
Gender-Debatte ist sowas Ähnliches. Das ist jetzt die Statistik aktuell von 88.700 Fans, nennt man sie, auf Facebook, wie die Aufteilung ist. Da sieht man dann recht schön, dass wir ungefähr, ja, jeder fünfte Pirat ist weiblich. Von der Erreichbarkeit ist, sieht man es, also ist jetzt eigentlich nicht überraschend für eine aus einer Techie-Ecke oder aus Nerds eine Partei, dass das so eine Aufteilung ist. Das ist, es ist ein Riesenthema, weil immer Benachteiligung, Strukturelle, da wird so viel Sachen werden da in einen Topf Gender-Debatte geschmissen. Ich kann nur eins zu mir sagen, ich habe 2010 Bingen, damals kandidierte eine Lena Rohrbacht für einen Parteivorsitz, und die wurde 10-mal öfter Dinge gefragt als alle anderen männlichen Kollegen. Also das sind wirklich eine Schlange, bei ihr waren so viele Leute gestanden und bei jedem männlichen bloß ein Zehntel, ein Fünftel davon. Und dann dachte ich mir so, okay, Gender, das wird noch lustig in dieser Partei. Es ist dann auch lustig geworden, die Jahre danach. Meine erste Reaktion war, weil ich habe immer gesehen, so auf diesen Parteiaccounts, wo kommen die denn her, die dieses Thema platzieren? Es muss ja immer irgendjemand drüber reden wollen. Das war am Anfang ganz stark von vielen Grünen, das ist jetzt kein Bashing, sondern einfach meine Erfahrung, von Grünen dieses Thema reingetragen, weil sie gemeint haben, da treffen sie bei uns einen wunden Punkt. Haben sie vielleicht auch recht gehabt oder haben sie auch einen wunden Punkt getroffen, bloß innerparteilich hat sich das dann so entwickelt, dass man so ein Familien- und Gesellschaftswahlprogramm und Beschlüsse hat, die jetzt schon die Grünen ein bisschen überholt haben in manchen Punkten. Also von der jeder Mensch ist so, wie er ist. Ob man, kann man gerne nochmal nachlesen auch. Das ist schon sehr sehr frei eigentlich geworden. Das ist so strukturelle Benachteiligung. Quote wird immer mal wieder diskutiert. Bayern lehnt sie ab. In Berlin, glaube ich, haben sie es sogar für die Landesaufstellung sogar mal gemacht. Ich habe das erste Mal darauf reagiert mit einem Videoclip von Al Bundy. Das war meine Kompetenz in der Gender-Debatte. Ungefähr so beschissen schlug das dann auch auf den Social-Media-Seiten auf. Das heißt, ich habe das nicht für so ernst genommen und dachte, das wäre von außen ein Angriff aufoktroyiert, diese ganze Diskussion, und habe das eigentlich eher versucht wegzuwischen. Im Namen einer Partei, wohlgemerkt. Totaler Bullshit. Ging natürlich komplett nach hinten los. Man lernt dann dazu. Ja, das ist teilweise ein bisschen zu krass, jetzt so letztes Jahr mit so Creeper-Cards und mit diesen ganzen feministischen, dann trollt der, dann Masku-Trolle und keine Ahnung, was hier abgeht. Ich bin glücklich verheiratet seit 10 Jahren, ich komme relativ gut klar mit meiner Frau. Ich weiß es nicht, ich mische mich da auch nicht ein, weil ich da keine Kompetenz dazu habe. Ich kann nur sagen, die Frauen, die ich kenne in der Piratenpartei, da gibt es zwei Teile davon, die kämpfen wirklich für Gleichstellung, und die anderen, denen ist es vollkommen Latte. Die sind nicht wegen dem Thema in der Piratenpartei gegangen. Ich würde einfach sagen, die Zahlen sprechen für sich. Das ist halt einfach jetzt Realität. Eine Parteimitgliedsquote einzuführen für politische Beteiligung, ja toll, hat bestimmt jeder Bock drauf. Und dann kriegen wir noch mehr Mitglieder, oder alle Parteien kriegen dann mehr Mitglieder. Also so kommen wir auch nicht weiter. Fragen zu einer Gender-Debatte hätte ich jetzt erwartet. Keiner mehr Lust? Schön. Okay. Also Gender war immer ein Riesenthema, ich gehe jetzt so ein bisschen punktuell einfach nur die verschiedenen Trollcluster durch, weil da gibt es halt Hardcore-Trolle, also richtige Frauenhasser, die sich verirren und da richtig den letzten Rotz über pauschal alle weiblichen Wesen ablassen, über so quasi, ihr Piraten seid eh alle nur dick, Kellerkinder, nie Sex und sonst irgendwas. Da gibt es auf allen Seiten gibt's so tatsächlich Extremisten, die da immer wieder mehr reintrollen. Wie damals so angefangen, so Brigitte-Zeitschrift und so, wie schlimm die Piratenpartei ist, dann wird das halt öfter. Landet auf der Homepage oder auf der Facebook-Page oder auf allen anderen Kanälen. Dann kann man immer nur dagegen halten, hey, uns ist es egal, ich glaube, wir sammeln nicht mal, ob du Männlein, Weiblein bist beim Mitgliedsantrag. Keine Ahnung. Nächste geile Geschichte, Copyright-Trolls oder Urheberrechtstrolle. Da mein Rechner so schwach ist, spiele ich das Video jetzt nicht vor, for copying is no theft. Da gab es aber dann eine ganz lustige Aktion, und zwar die Handelsblatt-Aktion mit 100 Urheber, wo sie uns eigentlich so Piratenpartei auf so 8-10%, und dann ist da richtig was gegangen. Also die hat man richtig aufgescheucht, so quasi, oh Gott, die Ansichten, die zerstören uns einmal alle Geschäftsmodelle, die wir uns überhaupt überlegen können. Was überhaupt nicht die Wahrheit ist. Mittlerweile, also die Piratenpartei hat sich da extrem normalisiert, würde ich mal sagen, von früheren Ansätzen. Da gibt es jetzt tatsächlich auch das Thema Schutzfristen und so, haben wir mir sogar in einem Programm stehen. Das heißt, da geht die Welt jetzt nicht unter, aber mal die Diskussion für, wie unsinnig das Copyright im Jahr 2013 oder damals 2010 schon war, soll ja mal erlaubt sein. Die aufgestachelten Urheber ihrerseits haben dann Trollhorden geschickt,
auf die Facebook-Seite der Piratenpartei. Also das war eine Gruppe mit 1200 bis 1500 Leuten, ja zum Urheberrecht, die in ihrem Facebook-Bereich offensiv dazu aufgerufen haben, darüber zu gehen und, ja, so wie der Sven Regner es gesagt hat, uns ins Gesicht zu pissen. Das haben die wochenlang gemacht und du stehst halt dann so als Ein-Mann-Trottel, da stehst du dann so gegenüber, okay, löschen tue ich dich nicht, weil Zensur ist scheiße, weil du machst ja nichts Böses. Okay, dann diskutiere ich halt mit dir, dass nicht alle Piraten irgendwie so so bis sind, wie du jetzt meinst. Und dann hat sich einer mal extrem im Ton vergriffen. Also der hat wirklich alle Leute beschimpft, die nicht seiner Urheberrechtsmeinung waren. Und da habe ich mich dann einfach mal eingemischt. Und warum er so Tourette-artig hier rumhantiert. Ja, die Reaktion ist halt relativ einfach für die Hintern rein. Ich lese mir kurz vor, weil das ist eine Ode an die Trollgülle quasi. Nenn mich nochmal Tourette-Künstler. Dann laufe ich glaube, der war besoffen, Amok, dann komme ich persönlich vorbei und reiß dir den Piratenarsch auf. Das meine ich ernst. Und nun sperr mich endlich, du Penner, bevor ich ins Auto steige. Ich werde euren Kommunismus und eure Lügen bekämpfen. Verlass dich drauf. Verlogene Bauernfänger, bevor ihr mit euren Lügen die Jugend ganz verblendet, hole ich dich und deinesgleichen aus dem Sessel. Ich schreibe das nicht umsonst öffentlich. Ich stopfe euch das verlogene Piratenmaul. Ja. Ich habe ihm dann geschrieben, dass er mit so Drohungen, vielleicht ist er ja gerade betrunken, das würde das entschuldigen. Du gehst davon aus, dass ich besoffen war? Kommst du ohne so eine Behauptung nicht weiter, Pirat? Ich trinke nicht, mal auf Mallorca im Urlaub. Aber das war jetzt zu viel. Wir beide werden uns in Kürze gegenüberstehen. Mann gegen Mann. Das war doch früher auch so. Und dann frische ich dir dein Holzbein auf. Wetten das? Ich gebe dir nur Zeit, bis sagen wir 14 Uhr. Das war an einem Werktag. Der hat das in der Früh um 9 oder so geschrieben. Voll Idiot. Ich gebe dir nun Zeit, bis sagen wir 14 Uhr, um das mit dem Besoffensein und dem größten Bedauern zurückzunehmen. Zeit läuft. Ich lebe noch. Ich habe in meiner Tätigkeit die letzten 4 Jahre so auf regionaler Ebene Piratenpartei oder diese Putzfrauenrolle genau einen einzigen Drohbrief bekommen. Offline, also online geht mehr. Also einer hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, hat mal so einen Brief Computer ausgedruckt und ohne Absender und war dann so, wir reißen, wie war der Text, mir und dem Andy Pop in Ingolstadt, wir reißen euch die Pimmel aus, wenn ihr nicht aufhört, irgendwie so quasi unterlasst ein politisches Engagement. Witzig, Brief genommen, Polizei an der Pforte, was ist denn das? Fasst da in die Glassichthöhle, schaut sich das an und sagt, so, jetzt ist vielleicht vom Verfasser der Fingerabdruck drauf, von mir, von meiner Frau und von Ihnen. Oh, tut es wieder zurück. Ja, wollen Sie das überhaupt anzeigen? Und ich habe gesagt, warum stehe ich denn hier? Im Endeffekt hat er dann einen von der Kripo geholt, ging zum Staatsschutz und nach, ich glaube, 2,5 Wochen, also extremst Hypergeschwindigkeit im bayerischen Beamtenapparat, wurde natürlich eingestellt. Also so Staatsschutz oder Referate und Verfassungsschutz, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Also überflüssiger Papierverbrauch, aber okay. Was war noch? Also nachdem, ich darf immer noch leben, auch von Urhebern, was richtig cool war oder was wirklich absolut feines, also ist ein Filetstück von mir, wenn eine andere Partei, die hat teilweise so Öffentlichkeitsarbeit, entweder sie sind selbst die Politiker, die haben fast keine Zeit. Also kann man jetzt sagen, was man will, aber die haben nicht Zeit, da ewig lang rumzutrollen oder auf Facebook-Seiten, sondern die haben einfach Leute beauftragt. Also so jeder Abgeordnete im Bundestag kann sich mal über Pauschale so 4, 5 Leute einfach mal für Büroarbeiten, auch für so Social-Media-Zeugs einfach mal abstellen. Oder Parteien machen das gleich über große Beauftragung an PR-Agenturen. CSU, keine Ahnung, ich habe mal irgendeine Zahl gehört, das war auf jeden Fall 7-stellig, was die im Jahr ausgeben für ihr Social-Media-Content-Team. Jetzt kam da mal vor, dass wirklich regelmäßig zu jedem bestimmten Themenkomplex, vielleicht um Urheberrecht, man merkte, da kommt einer rein, der ist eher mehr so FDP-Richtung. Also hat er also indirekt, wenn du ins Profil geschaut hast, Verbandelung mit FDP mehr als mit allen anderen. Und einer von, ich glaube, Linke oder Grüne, ich glaube, Grüne war es, die haben sich dann in einem Thread über Urheberrecht vor der Piratenpartei getroffen. Und anstatt, dass sie dann die Piratenpartei getrollt haben, haben sie sich gegenseitig getrollt. Also da geht mir innerlich natürlich dann einer ab, weil das ist einfach wunderschön. Das habe ich dann immer schön befeuert. Das war einfach geil. Also, das, das,
das Krasse dran ist, also man nennt das auch Krisen-PR. Da gibt es eigene PR-Agenturen, die das so verwalten und so im Endeffekt über Suchalgorithmen schauen, okay, welches Thema gerade, was es heißt, wo müssen wir eingreifen. Ja, und die Knallköpfe, die treffen sich dann in so einem blöden Forum quasi auch von der Piratenpartei. Und da ist halt dann, die Hölle los gewesen, weil der eine in die Richtung, wollten beide gegen Piraten, aber treffen sich gegenseitig dann so. Und du schaust als Zuschauer dann bloß zu und denkst, ja, kleinen nächsten Beitrag. Also das macht halt dann, ist absolut die letzten Jahre geilste Trip meines Lebens. Also absolut cool, weil bei jedem Beitrag ist halt so quasi ein Vulkanreiten und du kannst Spaß haben oder du baust richtig mal Scheiße und so wie der Herr Kusanow, wie hat er geheißen, Kusanowski? Der hat schon angesprochen, diese Trolle, das ist ein gesellschaftliches Thema, wird es auf jeden Fall. Er hat gemeint, okay, die haben keinen anderen, oder so in die Richtung, so vom Ventil her, die müssen sich, wie sollen sie sich mitteilen oder wie sollen sie ihre Meinung dieser Gruppe vermitteln? Normale Wege, einfach nur, hey, das finde ich scheiße, weil, funktioniert nicht mehr, weil wir leben jetzt in einer Welt, wo nur noch Aufmerksamkeit zählt. Das heißt, je krasser du was verkaufst oder je krasser du in ein Thema einsteigst, desto mehr Chance hast du, dass dir überhaupt noch jemand zuhört. Und das ist eine ganz beschissene Entwicklung, weil das hat ungefähr so viel Tiefgang wie, ja, das Wasser. Also das Problem ist, dieses Trollen, das wird tatsächlich ein Mittel, wirklich hier rote Linie und hier nicht weiter. Jemand, der wo einen Menschen so verletzt oder diese subjektive rote Linie überschreitet, dann wehrt sich der. Ob es diese tausenden Abmahnbriefe waren oder ob es einfach Trollen oder dann richtig aggressiv auftreten, das sind Forendiskussionen, die wollen halt irgendwas mitteilen. Das Problem ist, es hört ihnen halt keiner mehr zu. Das ist ganz einfach. Auch ich schaffe es nicht. Ich habe jetzt in der Woche vor der Bundestagswahl sind ungefähr am Tag so um die 300, 400, 500 DMs, also Direct Messages, reingekommen auf den Piratenpartei-Account. Und ich bin abends nur, ich habe mir so eine Stunde, eineinhalb Zeit genommen, pling, 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 ja, okay, in kürzesten nur Wortfetzen, dass man überhaupt angekommen ist. Also nur das, ohne viel Tiefgang. Ich habe nur gesagt, hey, hier Liste aller, geh dahin, frag die vor Ort bei dir. Tolle Idee, aber hier keine Ressourcen. Also es geht einfach gar nicht. Auch die Altparteien, blöder Begriff, die haben zwar PR-technisch oder von dem Ganzen, die haben zwar Geld, die können sich so viel Studenten kaufen, wie sie wollen, irgendwelche Foren, um irgendwas zu machen, aber reicht nicht. Das ist ganz witzig, weil nur die Idee an einem Studenten, dass der das liest von einer anderen Partei, ja super, der macht es nicht zum Programmantrag, der macht es nicht als inhaltlichen Punkt. Ich zum Beispiel bin aufs Übelste angegangen worden, warum die Piratenpartei Deutschland Facebook-Seite nichts gegen die Hundetötungen, glaube Rumänien war das vor ein paar Wochen. Da war irgendwo in einem Forum auch so Tierschützer und die haben halt die politischen Parteien geflutet, also richtig geflutet mit Anfragen, hey, tut da was? Und ich habe dann nur darauf entgegnen können, okay, wir haben hier eine Arbeitsgruppe Tierrecht und Tierschutz, entweder mitmachen, Programm draus machen, ansonsten zur Regierung gehen. Weil nur die könnte irgendwelche Botschafter einstellen oder irgendwie in der EU drüber Druck ausbauen. Das Problem ist, die Erklärung, wie funktioniert Politik und wo, an welcher Stelle muss man diesen Hebel ansetzen, das verstehen die Leute noch nicht mal. Die schmeißen das nur auf eine Facebook-Seite. Und das ist ungefähr so nachhaltig, wie wenn ich es da zum Fenster rausschreie. Das Problem ist, Facebook kann nicht Beschäftigung mit Politik und mit selber Mitarbeit und selber wirklich was durchziehen ersetzen. Das ist nur Show. Das ist nur mehr PR, Propaganda. Das ist nichts anderes. Urheberrecht war noch cool. Also mein absolut Lieblingstroll ist ein Professor aus Niedersachsen. Der hat mich ein Jahr lang getrollt. Und zwar auch, der wusste auch immer, dass er eigentlich immer so, ja, hey du Admin, hey du Ben, hey, das so und so. Und ihr seid doch scheiße Piraten und euer Urheberrecht ist, die Vorstellungen, die sind ja hinterm Mond und geht gar nicht. Bis dann nach einem Jahr er wieder das schrieb und ein eigener Parteikollege von ihm erklärt hat, wie die Grünen denn zum Urheberrecht stehen. Dann bin ich erst da, ach scheiße, okay, Moment, du bist hier ein Jahr lang, trollst du jeden Beitrag, was nur ansatzweise mit Urheberrecht zu tun hat, und dann bist du in einer Partei, die eigentlich da gar nicht weit weg ist davon, die sind mittlerweile wirklich nicht mehr weit weg, die Grünen, und dein eigener Parteikollege erklärte dann im Facebook-Forum der Piratenpartei, wie der Standpunkt deiner Partei ist. Der war geil. Also, da
war echt geil. Ich habe mich sehr gefreut. Also drunter auch, ich habe es nicht zurückhalten können, dann, wenn du als Piratenpartei eckig Ben, haha, war cool, also richtig cool. Seitdem postet er seltener. Was noch ganz geil war und richtig mit einer Aggressivität, also Nazis waren nicht so aggressiv oder sind nicht so aggressiv, wie teilweise die Urheber agiert haben. Das ist jetzt keine, das ist einfach nur Selbsterfahrung, das ist hammerhart. Das war ein Subdienstleister, irgendwie, ja, ich glaube Videos oder irgendwas für die Axel Springer Verlage, was drunter waren. Jeden Beitrag getrollt und mit einer Aggressivität, also richtig auf so der andere Kollege mit Gewalt dann drunter, das war halt dümmlich, das war dumm. Dummer Troll. Und der hat aber richtig, ich weiß nicht, ob der Geld damit verdient hat oder was, der hat zu jedem Beitrag, der hat einfach immer, egal welcher Beitrag, zu welchem Thema und wenn es rettet Robben waren, dann hat der nur, ihr Piraten, ihr rettet eh keine Robben, ihr seid scheiße. Die muss man ertragen, diese Leute, weil, welche Mittel habe ich? Ich habe Spam, da kriege ich sie am Arsch. Das heißt, wenn die so erzürnt sind oder so trollen, dass sie nämlich dumm trollen, dass sie eben klack, enter, Piratenscheiße, 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 dann sage ich, erste Verwarnung wegen Spamming. Somit ganz locker. Dann kommt meistens zurück, oh, Zensur. Ich habe gesagt, zweite Verwarnung. Weil Spamming, weil er postet ja immer noch. Ganz einfach, dann kriegen die 2 Wochen Temp-Bann. Aktuell die Bannliste ist komplett leer. Das heißt, ich habe keine Nazis drauf, ich habe keine Urheberrechtstrolle drauf, ich habe da gar niemanden drauf, weil bringt nichts. Also die meisten, die dann wirklich gesperrt sind, die kommen dann auch tatsächlich nicht wieder, weil sie meinen, sie sind für immer gesperrt. Weil sie einfach vor anderen Foren schon die Erfahrung haben, okay, ich bin jetzt gesperrt, jetzt bin ich halt weg. Tempern finde ich eine super tolle Geschichte, weil ich habe noch keinen einzigen gehabt, der wo so ganz dumm, so Sieg-Heil-Sprüche oder irgendwie so ganz rassistische Hetze, also ganz nieder, ganz weit unten, die kommen tatsächlich nicht mehr. Ich weiß nicht warum, es funktioniert irgendwie noch. Mal schauen, wie lang. Und solange, also es gibt in der Piratenpartei zum Beispiel, da hat es einen riesen Shitstorm auch gegeben, oder für mich war es ein riesen Shitstorm, weil von mir verlangt wurde, dass ich inhaltlich filtere, was passt zum Parteiprogramm und was nicht. Und das ist wie der Kollege vom Heise Verlag, geht nicht. Also es geht mengentechnisch nicht, egal ob du eine Crowd bist, ein 100 Piraten, das nur nichts anderes machen wie Kommentare scannen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Facebook bietet Möglichkeiten der Zensur oder der Kontrolle. Das heißt, man kann da tatsächlich, so dumm wie das jetzt klingt, wenn ich will, dass zum Beispiel das Wort Alternative nicht mehr auf dieser Seite gelesen wird, der Piratenpartei, dann trage ich das in so ein Blacklist mit Kommata getrennt, trage ich die Worte ein, die ich nie mehr sehen will, also die auch niemand anderer mehr sehen soll drauf. Facebook hat das so intelligent oder eigentlich mehr billig und ganz mies geregelt, der Verfasser sieht seinen Beitrag, niemand anderer. Ich habe das ausprobiert eine Woche vor der Bundestagswahl, wir sind geflutet worden von der AfD. Also die haben tatsächlich öffentlich in ihren Foren und auf der Facebook-Seite dazu aufgerufen, Protestpotenzial von der Piratenpartei mitzunehmen. Das heißt, das sind im Minutentakt irgendwelche AfD, AfD, AfD. Weil das Ausschnitt auf YouTube erläutert, nein. Okay. Der Witz war, okay, dann hier Cut. Ihr kommt aus der Vergangenheit, wir kommen aus der Zukunft und jetzt bis zur Bundestagswahl hier Spam-Schutz. Ganz hardcore. Auch was mich gewundert hat, ich habe in der Piratenpartei keinen Shitstorm geerntet. Ich habe offensiv Zensur, also es ist tatsächlich auch, Zensur ist immer staatlich eigentlich. In der Form war es tatsächlich für mich eine Art Seitenzensur, weil auf einmal jeder, der das Wort Alternative oder AfD benutzt hatte, automatisch im Spam war. Fällt niemanden anderen auf. Ich habe es halt gesehen, da war auf einmal die Hälfte aller Kommentare ausgegraut. Finde ich ganz beschissen, dass sowas, oder ich finde es ganz schade, dass sowas die Entwicklung oder dass die technischen Möglichkeiten so gibt, weil Crowd Control oder so Riot Police, die wo dann Menschenmengen kontrolliert, das ist halt dann im Netz auf so Social Media Seiten, ist extrem einfach. Also es ist echt krass. Also wie mächtig und wie einfach die Blacklist da war.
Ich kenne es noch von Call of Duty-Servern, die ich betrieben habe. Da habe ich eine Bannliste mit ungefähr 800 Wörtern gehabt. Fängt an mit 88, Heil Hitler, über damals Protagonisten im Dritten Reich, die wurde da immer so zur Begrüßung und zum Verabschieden teilweise bei Games benutzt wurden. Und das Problem ist, du wirst halt nicht mehr fertig mit diesen Filterlisten, mit diesen unglaublich langen. Und irgendwann ging damals die Performance für die Server so runter, weil der screent jeden Textchat, screent dann nach diesen 800 Suchwörtern. Ja, toll. Das Problem ist, ich plädiere dafür, Trolle jeglicher Art einen Raum zu geben. Tatsächlich, weil auch wenn es wehtut, es schmerzt beim Lesen, ich blute aus der Nase regelmäßig. Aber unsere Gesellschaft bringt es langfristig nur, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Wenn wir das nicht machen und uns ins Whitenet oder das Cleaner Internet begeben, dann leben wir in einer ganz beschissenen, gefächerten Gesellschaft, wo da gibt es so quasi die, du kannst in dem Social Network teilnehmen, wenn du monatlich 1000 Euro zahlst, dafür wird alles so geregelt für dich. Also betreutes Wohnen im Internet quasi, da habe ich eigentlich eher Angst für unsere Gesellschaft, weil das hilft halt nicht. Ich muss halt mal, auch wenn es nicht meine Meinung ist, aber ich muss mich mit diesen Leuten auseinandersetzen. Sonst geht das nicht, meine Überzeugung. Gut, 100 Urheber, Handelsblatt-Aktion, ja zum Urheberrecht. Die waren stressig, also richtig stressig, waren aber noch nicht die Highlights. Da gibt es noch ein paar. Verschwörungstheorien. Ich selbst hatte die letzten 3 Jahre 2, 3 Shitstorms an der Backe. 2 davon waren wegen Truther, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie haben es gehabt? Bandbreite. Geheißen. Das ist so eine Band, die habe ich einfach gesagt, zufällig auf YouTube gesehen, tiefgehende Texte ohne Ende und habe die absolut, also ziemlich weit links verordnet, also ganz weit links. Dann war so, was ist los in diesem Land mit Kriegseinsätzen, mit die sozialen Probleme etc. Und habe dann in so einer Nacht- und Nebelaktion dieses Video auch verlinkt auf der Parteiseite. Jetzt fragt mich nicht, warum. Vielleicht lag es an den 5 Weißbier, die ich getrunken hatte. Auf jeden Fall immer so mit, also nicht Aussage der Piratenpartei, sondern hey, was halten Sie davon, was ist denn los in diesem Land? So als Frage stellen, das regt dann eine Diskussion an. Man könnte auch sagen, ich trolle. Könnte sein. Das Problem war dann nur, wie das Video ist dann in Teilen der Piratenpartei, das wurde auf einer Veranstaltung von so, man nennt sie Reichsbürger, so Querfront. Das heißt, das sind Leute, die jetzige Existenz dieses Staates anzweifeln oder nicht für real erachten, weil eigentlich sind wir noch vom Kaiser regiert oder irgendwie sowas in die Richtung. Also irgendwas ganz, ganz Kaputtes. Hatte ich einen riesen Shitstorm an der Backe. Zu Recht, natürlich. Der Witz ist, die erste Stunde so ich, hey, was wollt ihr denn, regt euch doch nicht so auf. Und so nach einer Stunde, oh, scheiße, und was machst du dann? Da läuft die Welle schon, die Empörungswelle. Der Witz ist, die lief nur auf Twitter. Google Plus und Facebook lief die gar nicht. Also die fand da nicht statt, da hat das keinen interessiert. Auf Twitter, und da kamen tatsächlich auch Gründe rum, wo ich auch immer selber dazulerne. Scheiße, die haben, ja, fuck. Okay, nur diesen Touch, dass ich eine Band verlinkt, die wofür sowas benutzt wird, gibt den Seiteneffekt wieder mit Nazis und Rechte in der Piratenpartei. Und dann habe ich gedacht, was machst du da? Kacke, Kinder sind in den Brunnen gefallen, einfach löschen. Auch doof. Die publizieren, dann bist du komplett erledigt. Was ich dann gemacht habe, ich habe diesen Beitrag auf wieder mal Spam gestellt. Das heißt, alle, die was da drunter geschrieben haben, haben den immer noch gesehen, neue Leute nicht mehr. Ganz beschissen. Hab dann aber auf dem Pad aufgemacht, okay, hier zur Klärung, was ist hier passiert. So quasi einmal einen Posten zur Verfügung gestellt, weil ich will der Partei nicht schaden, weil für was mache ich denn den Scheiß hier? Wenn ich hier schaden wollte, dann hätte ich schon lange andere Dinge machen können. Okay, dann stellst du, machst du jetzt so einmal die rituelle Verbeugung und sagst Entschuldigung und machen wir weiter. Dann kamen Verbesserungsvorschläge, wie eben diese Inhaltskontrolle, wie da muss ein Team dahinter sein und pipapo. Ne, ich stehe dem nicht im Weg. Also, aber der Anspruch ist immer sehr hoch, real dann was zu tun. Die sind entweder alle selber voll mit Arbeit oder labern nur. Das ist halt überall immer so in der Gesellschaft oder in der Gruppe, so auch in der Piratenpartei. Hilft halt nicht. Ich mache den Job solange ich es vor dem gewählten Bundesvorstand darf. Oder was ich noch cooler finden würde, es würde eine Art Automatisierung geben.
Das heißt, wie zum Beispiel über Liquid Feedback, und du tust automatisch, was da drin abgestimmt wird, immer über die Social Media Plattform raus. Das Problem ist da, was ich sehe, ist Minderheitenrechte, weil du hörst halt nie mehr irgendeine Meinung, die von einer Minderheit kommt und dort zur Diskussion gestellt werden kann. Also das heißt, du hast eigentlich nur Macht des Starken. Wo haben wir es denn? Okay. Müssen wir uns irgendwas überlegen. Das wird aber im Rahmen von der Professionalisierung wird es wahrscheinlich irgendwann auf ein Content-Team rauslaufen, die auch Geld dafür kriegen. Den wünsche ich ganz viel Spaß dann. Okay. Piratentrolle. Klingt schlimmer, als es ist, weil ich glaube, dass, wie vorhin schon erwähnt, das Trollen, das wird ein Gesellschaftsphänomen und jeder von uns ist ein Troll, bin ich der festen Überzeugung. Die einen mehr, die einen weniger. Ich glaube aber jeder, wenn es ihm ans Eingemachte geht oder an ein Thema, das wo ihm einfach wichtig ist, dann versucht man da, was für dieses Thema zu tun. Das fängt an, einfach ganz normal zu diskutieren. Wenn es halt dann so ist, dass man wirklich hier, ich war zum Beispiel mal im Xing-Forum Sicherheit und Frieden und das sind eigentlich nur Leute, Bundeswehr, Rüstung, irgendwelche PR-Leute auch, und das ist so. Ich habe dann irgendwann mal, glaube ich, von einem Portal, das ist ziemlich weit links zwar, aber mal zu diesem Irakkrieg, BND-Beteiligung etc. mal was gepostet und habe dann nur auf die Fresse gekriegt, als wäre ich der letzte Abschaum. Da sind auf einmal 6, 7 Leute um die Ecke, wie ich mich nur erdreisten kann, hier einen Beitrag reinzusetzen, dann noch zu dem Thema. Ich war der Fehler vom BND nicht. Und die hat dann ein bisschen getrollt, aber das sind einfach so verschiedene Bubbles, wo du immer reinlandest. Das muss man mögen. Also das ist, man muss Spaß dran haben. Bei Piraten ist natürlich auch so, ganz witzig. Auf Twitter, also 3 gleiche Nachrichten auf Facebook, Google Plus und Twitter. Facebook, normale Diskussion oder auf niedrigem Niveau, aber normale Diskussion. Google Plus, höheres Niveau, weniger Beiträge. Und auf Twitter, die Welt geht unter. Also die Bubble in sich ist absolut, das habe ich bei der Frage mit Code Red gemeint. Also du kannst mit so einem Parteiaccount natürlich, was nicht geht, was einfach nicht vom Programm gedeckt ist, was irgendein Spinner da ist, so Medienbashing ist so ein beliebtes Beispiel von mir, da kriege ich in Form von diesem Parteiaccount zu Recht auf die Schnauze. Weil es steht mir nicht zu sagen, also diese Medien, dass wir Probleme haben mit großen Medienhäusern und welches Geschäftsmodell und dass die Interessen und andere Strukturen da sind, aber es steht einem nicht zu, die Presse so zu bashen. Bin ich absolut d'accord, weil die in sich kann funktionieren oder funktioniert auch oft genug noch. Dass sie nicht immer freundlich gegenüber Piraten sind, naja, was will ich einem 60-Jährigen, der Setzerei gelernt hat und mit dem Internet nichts zu tun haben, was will ich dem erzählen, aus welcher Welt ich komme, bis ich das übersetzt habe. Das schafft hier fast keiner, aus dieser Bubble, Piraten-Bubble rauszukommen. Dann gibt es ja Piraten, die machen da so ein hohes Niveau, in Twitter, intern, parteiintern, und nach außen hin nochmal gar nichts. Also wir kriegen das, was wir als hohes Niveau da drin definieren, mag vielleicht in 3 Generationen noch, Liquid Feedback, Beteiligung über Online, welche Grundsätze? Oh, kein Wahlautomat, kein Wahlcomputer. Ja, ist richtig, ist ganz wichtig. Diskutiert man bestimmt in x Jahrzehnten noch. Bloß jetzt, das nach außen zu bringen, ist fast unmöglich. Ich sage es ganz einfach, ich habe diese Facebook-Seite, Piratenpartei ist nach wie vor die größte in Deutschland, vor die politischen Parteien. Also auch die AfD hat das noch nicht geknackt. Der Witz ist, Reichweite, ich habe die Zahlen bei der Gender-Folie waren drauf. Wir haben ja in der Woche, so höchste Mal war Nordrhein-Westfalen 2012, 1 Million Leute, Unique User, die eine Nachricht der Piratenpartei sehen. Das heißt, du hast schon gewisse Reichweite schon intern in der Bubble und auch noch Sympathisanten und anderen Leuten im Netz. Aber es reicht halt nicht rauszukommen. Also es reicht nicht mehr. Das ist halt eine ziemlich bittere Erkenntnis, weil du kannst dich noch so abstrampeln als Piratenpartei, tust dir diesen Transparenz-Horror-Trip mit gegenseitig anmachen, mit Streiten öffentlich, mit richtig menschenzerstörenden Diskussionen, und der Output draußen ist eigentlich, da kommt einer um die Ecke, scheiß Europa. Das ist halt die bittere Realität. Aber ich glaube, die Gesellschaft, das dauert halt einfach 20, 30 Jahre, bis auch Trolle normale, legitime, demokratische Kontrolle sind. Ja, das Coole an der Piratenpartei ist, man kann trollen. Also man kann positiv, also ich meine, das, was der Schmidtlepp so gesagt hat, oder ich will in einer Welt leben, wo ich aus der Toilette trinken kann. Ja,
Es geht. In der Bubble nur, aber es geht. Also es, sowas zum Beispiel posten, jede andere Partei, welche wird die ernst nehmen? Jetzt, also ganz ehrlich, Pirate Party, geht gar nicht der Name. Ah, du hast ihn schon gehört. Sowas kann eine andere Partei nicht posten, weil sie in einer anderen Welt leben, also in einer anderen Struktur. Die würden sowas posten, dann kriegen die wirklich, als ob sie jetzt allen Sinn verloren. Für, okay, Internetpartei, ja, bei euch ist das normal. Ich poste zum Beispiel auf der Facebook-Seite die doppelte Beitragsanzahl komplett wie alle anderen Parteien. Weil bei denen, wenn die das machen würden, dann würden die alle wegen Spam rausfliegen von den Leuten. Piraten ist das wurscht, weil da tickert es halt durch wie in der Timeline. Also was auf lange Sicht, das ist vielleicht so ein Gedanke, dass in 15, 20 Jahren aufgrund der Rezeptionsfähigkeit oder der Schnelligkeit da Vorteile entstehen können. Dass man wirklich Themen, wenn man auch immer sagt, ja, wir müssen das erst noch abstimmen auf dem Parteitag oder so, aber wenn man mal dahinter schaut, wie schnell diese Maschine eigentlich wäre, also als Politikmaschine Piratenpartei, voll geil. Also das ist Pimp My Party quasi. Also da würde einiges gehen. Das ist halt immer eine Sache, wie man es automatisiert oder wie man den Leuten erlaubt, so für Themen zu sprechen. Ich finde es halt witzig, ich darf seit 3-4 Jahren unter x verschiedenen Bundesvorständen, ich darf eigentlich alles. Komplett out of control. Es gibt, das wollte ich euch noch erzählen, ganz wenig Lobbyisten. Also es haben welche versucht, wirklich Kontakt herzustellen, mal auf einen Kaffee zu treffen und sowas. Und da einfach einen Kontakt herzustellen, die halt dann bei mir so einen Knallkopf finden, dem wo das vollkommen am Arsch vorbeigeht. Weil ich mache das nicht, weil, bin ich hier toll oder sonst irgendwas. Ich mache den Vortrag hier gerade wegen eigener psychologischer Aspekte, dass ich mir mit jemandem drüber oder immer mal drüber rede. Aber es hat einmal so eine PR-Firma oder so eine Beratungsfirma, die war irgendwo auf dem platten Land angemeldet, hat aber irgendwie einen Contract zu irgendeiner kleineren FDP oder Linke gehabt und die wollten einfach mal hören, so quasi wie, ja, und wie ist denn das mit Liquid Feedback und so und da beim Kaffee und dann, ja, eigentlich saugeil, wird gerade da hier experimentiert, das Atomwaffentestgelände der Demokratie von morgen ist tatsächlich so und wir ballern uns halt jeden Tag selber irgendwas gegen das Knie, weil es Spaß macht. Also da gibt es nach außen hin, nicht, wie willst du sowas verkaufen? Also ich zum Beispiel, ich habe so die Aufgabe für diese Partei nach außen ein positives Bild. Hier ist eine Aktion, da ist eine PM zum aktuellen Thema, Tagespolitik. Hey, mitmachen hier so und so und so. Dieses Mitmachen ist, so krank es klingt, wirklich so. Bloß, dass man die Leute auf den Höllentrip schickt, ist auch die Realität. Also da musst du reingehen, da musst du sagen, ich brauche 100 Leute, die für mich auch abstimmen auf so einem Parteitag für ein Thema. Dass man das platzieren kann. Du musst dir Verbündete suchen, du musst dir dieses Netzwerken, du musst das, weil sonst kriegst du es in der Partei halt nicht durch. Das ist halt bittere Realität. Und da reicht es halt nicht irgendwo, Facebook-Seite, Piratenpartei, ihr solltet mal machen. Super. Warum machst du es nicht selbst? Und ich muss mich immer zusammenreißen, dass ich nicht auch so antworte. Ich habe es vor alten Kumpels von früher, also noch vor Piratenpartei, auch vor Internet, ich habe gesagt, hey, Benni, du hast vielleicht ziemlich viel Hass in dir, was ist denn los? Da habe ich so kurz überlegt, ja, das ist ziemlich scheiße, weil Hass in dir, das transportierst du natürlich, wenn es auch nur unterschwellig ist oder mal mit einem anderen im falschen Komma. ist total mies, braucht man überhaupt nicht haben. Also ich bin eigentlich so jetzt gerade total auch vor dem nächsten Parteitag, da kommt irgendwann nochmal ein anderer Bundesvorstand raus. Ich würde mich freuen, wenn da einfach auch mal andere Leute ran dürfen. Also sagen wir so, ich klebe überhaupt nicht an diesem Job, weil er nur Gehirnschmalz, ich blute aus der Nase etc. kostet. Aber ich mache das so lange, weil die Grundidee von dem ganzen Spaß für mich, für meine Tochter einfach viel zu wichtig ist. Und da werde ich auch so lange das Trollen nicht aufhören, ob im Namen der Partei oder nicht. Gut. Also parteiinterne Trolle gibt es natürlich auch, das sind auch nur Menschen, das gehört dazu. Das ist in den anderen Parteien, denen platzt die Blase noch so richtig geil, weil du glaubst ja nicht, dass in der Außenwirkung nur Piraten so scheiße ist, weil da jeder mitreden darf. Nee, die anderen haben noch einen Deckel drauf und dieser Kochtopf wird mit jeder Vernetzung, mit jedem weiteren Parteimitglied, das da auch Internet hat in der SPD und in der Union, noch bevor die ganzen Alten wegsterben, wird diese Käseglocke auch noch platzen.
weil die wollen auch Mitbestimmung, die wollen auch Beteiligung. Da ist nicht so, hey, da gibt es einmal im Monat gibt's ein Bierchen oder einen netten Stammtisch, da kann man schon mal ein bisschen junge Union fangen, aber das reicht nicht fürs Leben. Das heißt, was den Piraten die ganze Zeit so um die Ohren fliegt, diese Außenwirkung, den anderen, dem wird es noch viel schlechter gehen, weil wir haben nämlich jetzt einen Apparat, wo man mit Trollen arbeiten kann. Klingt jetzt krank, aber Trolle tun der Partei nicht mehr weh. Manche werten sie sogar auf. Was dann möglich ist, ist auch zu posten, der Postillon, Satire im Internet, absolut Hölle, also geht gar nicht. Links, das sieht man jetzt, ja, man kann es hinten vielleicht nicht mehr so lesen, einfach nur das Zitat vom der Postillon im Namen meiner Partei. Die Bundeskanzlerin empfindet es als Schlag ins Gesicht, dass sie womöglich über Jahre abgehört wurde wie ein räudiger Einwohner der Bundesrepublik Deutschland. So, und jetzt gibt's bei Piraten-Facebook-Seite 2/3 verstehen es, Satirezeitschrift Postillon, und das andere Drittel ist golden. Das ist absolut golden. Ihr seid doch eine Partei, da könnt ihr doch sowas nicht posten. Naja. das Gleiche, diese Bildgeschichten, die anderen Parteien machen es jetzt auch immer öfter. Facebook ist so ein dummes, oberflächliches Medium, es zieht nur das, was richtig, also richtig krass polarisiert, also ich erzähle es euch mal, ich habe das letzte Jahr 3 Dinge löschen müssen. Also tatsächlich die publizieren müssen, meistens mit Anwaltbeteiligung, wo ich vor irgendeinem Bundesvorstand oder vom, ich glaube, wir haben so einen Richter on Duty oder der immer 24/7 so einen Richterservice für die Partei quasi. Und dann, richtig. Und da waren 3 Dinge dabei. Punkt Nummer 1, ich habe mich mal, es war mal so ein Fake-Bild im Umlauf von einer jungen Angela Merkel nackt am Strand. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Das war damals NSA-Affäre und ja, wer hat denn was zu verbergen? War von mir polarisierend gemeint, dauerte keine 10 Minuten, dann hat mein Handy geklingelt, weil ich habe in meinem Twitter-Profil habe ich meine Handynummer drin, falls irgendwie Not am Mann ist. Und dann stürmten da Anrufe rein, okay, das untergräbt jetzt alles an Gender-Debatte und an Persönlichkeitsrechten und an bitte tu das weg. 2 Minuten überlegt, eine Zigarette geraten, also scheiße, ja. Okay, weg. Tatsächlich weg damit, weil das ist das war vom Niveau her, das war im ersten Blick war saulustig. Wenn du dann tatsächlich drüber nachdenkst oder ein bisschen Gehirnschmalz reinsetzt, das ist einfach geht auch gegenüber einer Merkel, wo man gern verarscht, aber das geht nicht. Und das war dann weg. Das zweite war, da gab es so ein Bild mit, ich glaube, das war vor Marzahn-Hellersdorf, vor diesem Asylbewerberheim, so aus den Anfang der 90er, so ein Hitlergruß, so ein Deutschland-Trikot und vollgepisste Hose. Richtig, ich weiß nicht, Rostock oder wo ja das Bild war. Und dann Schoß ist noch fruchtbar und gegen so scheiß Nazis und Piratenwellen. Das Ding war also 2 Wochen online und hat richtig gut reingeschlagen, weil das war genau das, genau die Konnotation, was ich von diesen Idioten auch erwarte. Also genauso stelle ich es mir Bilderbuch-Nazi vor, so vollgepisst, besoffen und scheiße hier. Und da kam tatsächlich auch der Aufruf, das wegzumachen. Ich kenne jetzt den Hintergrund nicht, das war dann tatsächlich, da bin ich dann auch mal, also auch ich höre mal auf Leute in dieser Partei, also gern, wenn es berechtigt ist, das war dann weg. Das nächste war dann, ist nicht deine Schuld, dass so pipapo dieser Ärztespruch, irgendwo aus Hessen kam dieses Bild, einfach repost auf der Parteiseite und die haben tatsächlich dann Freitagnachmittag eine Abmahnung weggeschickt. Wann haben wir sie denn? Da haben wir sie. Kann keine Sau lesen. Nee, das war eine ganz tolle Idee jetzt von mir, das so rüber zu kopieren. Tatsächlich, die Ärzte haben die Piratenpartei am Freitagnachmittag um, glaube 17 oder 16 Uhr, kam das Schreiben mit, ja, ihr benutzt ja hier diesen Spruch. hab dann einen Anruf in der Nacht um 9:30 oder 10 von der AG Recht, der wo gerade online war, und mit der Bitte, das derweil zu entfernen. Also das Problem ist tatsächlich, ich finde es rein vom Urheberrecht, das habe ich nicht zu bewerten, weil kein Justizler oder vom Urheberrecht schon weiß, was da los ist, aber im Detail halt nicht, wie dass man Zitatrecht oder Urheberrecht überhaupt auf einen einzelnen Spruch anwenden kann. Also auf ein paar Worte war ich überrascht. Also war ich richtig überrascht. Macht man halt dann mal mit der öffentlichen Ankündigung. Also das ging halt dann auch über die Kanäle. Hey, danke für die Abmahnung, danke für die Werbung kurz vor der Wahl. Spielt man halt dann aus, aber Zensur oder diese über Anwaltsdepublikationen, das ist
bittere Realität. Ich habe jetzt eigentlich nur noch eine ganz bittere Geschichte. Der erfolgreichste Social-Media-Beitrag in Deutschland bei der letzten Bundestagswahl war eine Wählerverarsche. Das Ding hat Reichweite von 500.000 Leuten auf Facebook gehabt und das war weiter als jeder andere Beitrag, egal ob von Union, SPD, AfD oder sonst wo. Das zieht auf Facebook. Auch außerhalb von Facebook. Ja, dann haben wir es gedruckt. Ich suche seit 4 Jahren immer, wow, was ist ein Thema? Wo kann man Leute sagen, hey, cool, Piraten, okay, euch wähle ich. Wie? Wann kommt das? Und ich habe es nicht glauben können. Auf Twitter ging es schon, okay, dann postest es halt mal. Oh Gott, dann tausendfach geteilt über, keine Ahnung, wie viele tausend Kommentare drunter. Und ich dachte nur, was ist hier los in diesem Land? Aber okay. Also, ja, die wollen alle, ne, tatsächlich. Also Anfragen heute noch, Direktnachrichten, hey, wo bleibt mein Wombat? Ich habe gesagt, hab bloß geantwortet, wo bleiben unsere 5%? Aber die, also ich meine, ich mache das als Hobby oder es gibt ja wirklich Leute, die wo sie Medien oder wissenschaftlich damit beschäftigen, wie was zieht bei Leuten oder wie muss was verpackt sein. Diese ganzen Werbungs- und PR-Berater, Medienberater, die suchen nur solche Trigger und solche Hebel und ich denke mir bloß, oh mein Gott. Ja, also jetzt habe ich viel gelabert, könnt euch wahrscheinlich noch 3 Stunden voll labern, aber Fragen. Zensur oder wie läuft sowas oder habe ich euch jetzt platt gelabert? Ja. Ach Quatsch, darf man in Deutschland gar nicht so kaufen. Ja. Also, es war jetzt einmal so ein kleiner Einblick einfach nur in meine kleine kaputte, kranke Welt. Das ist witzig, das ist ehrenamtliche Arbeit, das ist wirklich Arbeit. Also immer mal scannen, der Witz ist, mich selbst hat es politisch gebildet, weil ich bin 2009 eingetreten, nur ziemlich Hardcore-Ansichten. Man versteht mit jedem Tag, wo man sich mit diesem Dreck, also tatsächlich Dreck beschäftigt, weil es ist einfach nur anstrengend, es tut weh, man blutet aus der Nase. Es muss sein. Also wenn ich habe auf Facebook so Nazi-Trolle, wenn dann doch immer einer, ja, das ist ja Demokratie und Gutmensch und irgendwelche Schimpfwörter und ich so, hey, was ist denn die Alternative zur Demokratie, zu dieser anstrengenden? Meistens kommt nichts. Naja, Moment. Anarchie ist ganz ein tolles Konzept, ich mag es voll. Der Witz ist, du musst halt irgendwo vom Gesellschaftssystem was raus, was er alle oder Mehrheit mitträgt. Und von denen, also ich kriege keine Antwort. Also da kommt sicher auch nicht Anarchie, da ist eher nur das Führerprinzip oder irgendwas, was ganz Flauschiges dann dahinter. Da ist dann die Diskussion auch ziemlich schnell beendet, weil was willst du denn da noch drauf antworten? Der entblödet sich ja selbst. Ich lasse auch die ganzen meisten Kommentare stehen, die wirklich dumm sind, schreibe höchstens noch die Adelingung oder dieses du bist jetzt ein ausgezeichneter Kommentar. Dich lasse ich stehen als Zeichen für die Nachwelt. Das ist mein Umgang mit Trollen und ich trolle halt selbst und ich glaube auch, dass jeder von uns trollt. Und positiv, negativ, je nachdem. Okay, dann danke fürs Zuhören und ich hoffe, es war nicht zu langweilig.